Die Sekretärin fährt mit ihrem Chef nach London auf Geschäftsreise. Nach 4 Tagen kommt sie mit einem Pelzmantel zurück. Zu Hause fragt ihr Mann, woher sie den Mantel habe. Antwortet sie: "Ach, weißt du, ich habe in London Lotto gespielt und dabei 10.000 englische Pfund gewonnen. Da habe ich mir diesen Pelzmantel geleistet." "Da hast du Glück gehabt. Du siehst zauberhaft darin aus", sagt er. Ein paar Monate später geht die Sekretärin mit ihrem Chef nach Paris auf Geschäftsreise. Nach einer Woche kommt sie mit einem funkelnden, diamantenbesetzten Collier zurück. Zu Hause fragt ihr Mann, woher sie das Collier habe. Darauf seine Frau: "Ach, weißt du, Schatz, ich habe in Paris Lotto gespielt und 50.000 Euro gewonnen, da habe ich mir dieses Collier geleistet. Aber weißt du, Schatz, ich bin jetzt von der Reise so müde, ich möchte gerne ein Bad nehmen." "Selbstverständlich. Entkleide dich schon mal, ich richte dir alles schön her", erwidert ihr Mann. Ein paar Minuten später kommt die Frau nackt ins Bad. Plötzlich sieht sie, dass ihr Mann lediglich 3 Zentimeter tief Wasser in die Wanne hat laufen lassen. "Schatz, warum hast du denn so wenig Wasser in die Wanne laufen lassen?" "Ach, weißt du", antwortet er ihr, "ich möchte nicht, dass dein Lottoschein nass wird."